Mann, das war ein richtig übler Cliffhanger von mir im letzten Part. Wir kommen zu einer weiteren Folge von Tales of Phantasia. Ich wollte gerade Golden Sun, ich vergesse die Epoche sagen. Na, auf jeden Fall sind wir jetzt vor Daos. Da bist du, Daos. Endlich haben wir dich gefunden. Ich hoffe, du bist bereit. Wir werden dich ein für alle Mal besiegen. Was ist? Hast du deine Nerven verloren? Ich habe keinen Grund gegen euch zu kämpfen. Warum stellt ihr euch gegen mich? Du magst keinen Grund haben, gegen uns zu kämpfen. Aber wir haben Gründe, dich zu bekämpfen. Bringt mich nicht zum Lachen. Im Grunde seid ihr doch nichts anderes als die Bauern in Midgards Schachspiel. Nichts als schwache Funken, die man austreten wird. Es ist vorbei daraus. Und zwei Fürsten! Ja. Lass mal den hier raushauen. Erstmal nochmal raushauen, geil. Okay, ich würde sagen, Amber, du haust jetzt erstmal Indignation auf Daos raus. So, mal sehen, wie viel KP Daos hat. Nachdem wir Ifrit rausgeböllert haben. Wollt ihr mich verarschen? Ist das irgendein schlechter Scherz? Okay, Gnome. Das muss erstmal immer wiederbelebt werden. Klaus, kümmer du dich darum. Ohne Scheiß ist der Kampf möglich. Ich kann eben echt darüber überlegen, ob der Kampf möglich ist. Ich mag das Design von Daos. Einen Fürst haben wir schon mal besiegt. So, da Ember gerade einfach gar nichts macht. Indignation auf Daos. Jetzt können wir alles auf ihn hauen. Blöd, dass ich keine TP mehr habe. Das muss dann Mint machen, wenn sie frei ist. Also dafür sorgen, dass ich wieder ein paar TP bekomme. So, Mint, da du nicht angreifen musst. Oh, das ist das letzte Runde. Ja, okay, dann. Dann nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas gemacht hat. Nein, ich stehe Indignation. Firestorm. Und ich will noch schauen, wie viel die KP er aktuell hat. Deswegen, Klaus, mach du das. Es dauert eh nicht mal eine Sekunde oder so, deswegen kann er es ruhig machen. Okay, er hat schon 5000 verloren.
Ja, geil, jetzt kann er Angriffe vorbereiten. Aber kein Zauber. Luna wäre, denke ich, besser. Von hier wird er den halt nicht treffen. Luna. Aber hieß es nicht, man kann ihn nur mit Magie treffen oder besiegen. Oder war nur, weil er so viel KP hat. Wahrscheinlich liegt es daran. Und ich werde bei den zwei sagen, was sie einsetzen sollen. Wait, wurde er gerade nicht getroffen? Okay, das muss ich mir wohl eingebildet haben, tatsächlich. Mal schauen, es ist jetzt nochmal Luna ein. Ich schaue jetzt, ich achte jetzt genau drauf. Okay, er bekommt Schaden. Ja, okay. Keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe. Und ich bin jetzt so überzeugt von mir selbst, dass ich im Kampf ein Save-State mache. Ja, okay, Luna. Mit Luna geht schnell, denke ich. Wenn wir jetzt Luna spammen. Das hat keinen Schaden gemacht. Es macht manchmal keinen Schaden. So, um schon mal. Oh nein, machen wir Maxwell. Oder auch nicht. Gefried. Ja, manchmal machen die Schläge einfach keinen Schaden. Nee, ihr seht schon, manchmal macht es halt keinen Schaden. What the fuck? Okay, wir haben fast die Hälfte. Gefühl trifft jeder zweite Schlag. Maxwell trifft halt nicht mit jedem, mit jeder Kugel, wenn der da in der Ecke rumlungert. Oh Lord, diesmal hat er sogar mit jeder getroffen. Okay, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Oh lol, er redet auch. Hat gerade gesagt, that's all you've got oder so. Alter, nice. Er ist auch bei weitem größer als wir. Ne, ganz ehrlich, ich würde am liebsten auf mich selbst das Orangengummi einsetzen, aber es ist ein einziges. Oh shit. Okay, Luna. Ich hoffe nur, dass ich endlich aus meiner, ja, Verwirrung rauskomme hier. Weil ansonsten kann der seinen Feuerstrahl rausholen. Ja, super, hat keinen Schaden gemacht. Mint hockt da, ich hock da. Ja, okay, der macht nur das. Der macht nur Scheiße, das ist gut. Oh Leute, als ob jeder Glaive getroffen hat, aber wetten jetzt trifft Luna nicht oder Undyne. Luna wäre mir lieber gewesen, falls er trifft und Schaden macht, so. Der hat keinen Schaden gemacht. Warum soll meine normalen Schwertschläge machen Schaden, ne? Das ist voll random. Jetzt hat ein Schlag Schaden gemacht. Das wird wahrscheinlich so ein Geduldkampf eher. Ding ist halt, Klaus hat nicht mehr die meisten PP. Muss auch hier gerade eine Menge raushauen. Okay. Bei Everett habe ich wenigstens die Garantie, dass es auch trifft, ne? Also wenigstens Schaden macht. Klaus, nochmal ein Auge.
Oh lol, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich, Leute. Ich darf jetzt aber nicht zu arrogant werden. Ich hatte das jetzt letztens im Final Fantasy X-2. Wo ich beim Boss von Kapitel 3 war und öfter mir sicher war, dass ich es schaffen werde. Und am Ende habe ich erst im sechsten Versuch geschafft, weil ich jedes Mal kurz vor Ende gestorben bin. Ne? By the way, falls es euch interessiert, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, Hunter x Hunter zu schauen. Also eigentlich von mir aus gesehen gestern. Sprich nach dem vorletzten Part so. Da habe ich mir die ersten zwei Folgen reingezogen. Ich mag es bisher. Ne? Aber wir wissen ja, aber Hunter x Hunter hat ja übelst krasse Beliebtheit so, ne? Es gehört aber nicht zu den Top 3. So, ich frage mich dann, kann es sein, dass Hunter x Hunter erst so ja, beliebt wurde, nachdem der 2011er Anime kam? Oder? Ansonsten wüsste ich halt nicht, wie ich das sonst erklären soll. War's das? Nein, er hat einfach nur einen Angriff rausgelassen. Ja, super, jetzt kann er spammen, wenn ich verwirrt bin. Digga. Er spammt. War ich jetzt echt zu arrogant? Okay, Nurse. Die ohne Scheiß, wissen wir noch am Anfang, da dachte ich, Alter, wie will man den Kampf schaffen? Aber sobald die zwei Fürsten weg sind, ist der eigentlich ganz easy. Das war eigentlich nur am Anfang so. Weil. Oh, in der Luft, der kann ich die, glaube ich, jetzt leichter treffen. So, jetzt treffen, glaube ich, auch safe alle. 2000. Ist halt eigentlich nicht mehr viel. Wenn man bedenkt, dass Luna ausreichen würde. Wenn Luna Schaden machen würde. Regeneriert ja auch keine KP. Okay, Anin, ganz nice, aber ist halt jetzt auch nicht Luna. Aber das Ding ist ja halt bei Luna, Luna macht nur einen Treffer, ne? Ja, der hier macht normalerweise zwei und hat jetzt nur einmal Schaden gemacht. Nein! Oh, man muss halt auch Schaden machen, damit er seinen Angriff abgebrochen wird. Okay, das hat gereicht. Und ich musste meinen Orangengummi nicht einsetzen. 6250, das sind halt zwei Fürst, warte. Heißt das, dass ein Fürst mehr bringt als Daos? Wait, 2006. 600 plus 2600 sind 5200. Das heißt, er hat nur 1000 gebracht. Er ist weggerannt. Nein! Chris, was machen wir denn jetzt? Nun, weiter hier herumzustehen, bringt uns auch nicht weiter. Lass uns zurückgehen. Ich habe schon auf euch gewartet. Es tut uns leid wegen Morrison. Es war nicht eure Schuld. Der wahre Schuldige ist woanders zu suchen, so ist es doch. Morrison hat mir vor seinem Ableben einen Brief gegeben. Was ist das? Ein Brief, den er gegeben hat. Ach so, es geht um den Schlüssel, der er dabei gelegt hat. Aber du müsstest doch wissen, was ein Schlüssel ist, oder? Er erwähnte auch, dass er möchte, dass ich euch helfe. Was ist das für ein Schlüssel? Lasst uns zum Anwesen von Morrison gehen. Wir können dort alles weitere besprechen. Oh nice, wir müssen nicht mal hinlaufen. Wüsste sogar noch, wo der ist, ne? Hallo Grom. Es ist lange her. Es tut mir so leid wegen Edward. Bitte, mach dir doch keine Sorgen. Eigentlich bin ich hier, weil ich dich fragen wollte, ob ich einen Blick in Edwards Bibliothek werfen darf. Ich habe nichts dagegen, aber sie ist abgeschlossen. Und ich habe keinen Schlüssel. Könnte dies der Schlüssel sein? Ah, wieso hast du den Schlüssel? Edward bat mich, ihn aufzubewahren. Wenn das so ist, dann nur zu. Geh durch diese Tür und dann weiter bis in den ersten Stock. Dort ist seine Bibliothek.
Dass wir safe staten, weil wir es geschafft haben. Er hat auf eigene Faust einige Forschungen betrieben, wisst ihr? Forschungen zu Zeitreisen. Dieses Buch muss der Höhepunkt seiner Arbeit sein. Wirklich? Na, du stehst ja nur ganz weit weg vom Buch, so du kannst es von hier aus eigentlich kaum sehen, so. Erlaubt mir es laienhaft auszudrücken. Offenbar ist dein altes Königreich im Meer versunken. Es wurde Tor genannt. Sie hatten damals eine schier unglaubliche Technologie, die Zeitreisen ermöglichte. Die alte Stadt Tor? Aber wie soll das weiterhelfen? Sie ist doch versunken. Ich habe doch eine unglaubliche Technologie erwähnt, oder? Und wenn wir den Worten hier glauben können, wurde Tor nicht vollständig zerstört. Aber hier steht auch, dass Edward den Grund des Meeres nicht erreichen konnte. Natürlich. Es gibt keine Technologie oder Magie, die das schafft. Und doch könnte Klaus einen Weg wissen. So steht es hier. Und was habt ihr jetzt vor? Der Ort, müsste sich 100 Kilometer nordöstlich von Venezia mitten im Meer befinden. Lasst uns in dem Gebiet mit der Suche anfangen. Ich wünschte, ich könnte euch begleiten, aber ich muss mich um etwas anderes kümmern. Viel Glück. Also gut, lasst uns zuerst nach Venezia gehen. Wartet bitte. Wenn wir erstmal im Tor sind, können wir nicht mehr zurückkehren, oder? Sollen wir da nicht zuerst etwas gegen Yggdrasil unternehmen? Yggdrasil ist in unserer Zeit vertrocknet. Daher. Das Mana ist verbraucht. Magie ist nicht mehr anwendbar. Ich werde nebenbei kurz schneiden müssen, Leute. Bis gleich. Hier bin ich wieder, Leute. Ich glaube, man hat gerade die Hälfte von meinem Satz nicht gehört, weil ich das schon gesagt habe, bevor ich die Aufnahme weitergemacht habe. Ich habe gesagt, hier bin ich wieder. Falls man es nicht ganz gehört habt. Also, das bedeutet, wir können Daos ohne Magie nicht besiegen, denn nur sie ihn verletzen kann. Ja. Haben wir auch im Kampf vorhin gesehen. Vorhin nicht jede Magie hat ihn verletzt und es haben ihm auch Schwerthiebe verletzt, ne? Beziehungsweise Lanzen und so, ne? Das stimmt doch, oder? Ganz genau. Jetzt mal langsam. Ich bekomme eine Migräne von euren Erklärungen. Ich erkläre es dir. Um in unserer Zeit Magie anwenden zu können, müssen wir verhindern, dass Yggdrasil vertrocknet. Danach müssen wir nach Venezia und von dort aus auf das Meer hinaus. Und dann suchen wir den Ort, an dem Tor versunken sein könnte. Hast du es nun verstanden? Ja, die F Frage nur, wo war Yggdrasil nochmal? Oh, das war doch der Wald vom Anfang, oder? Och, come on, sag mir jetzt nicht, ich muss nochmal zu denen zurück. Ich bin auch voll geheilt. Ich weiß nicht mehr, ob ich noch gerade ins Gasthaus darf, wie in Midgards. Das war ja richtig geil. In Midgards konnte ich einfach gratis pennen gehen. Ohne Scheiß, ich dachte gerade, da oben wäre ein Djinn. Ich habe zu viel Golden Sun gespielt in letzter Zeit, ey. Ich müsste echt. Es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ist das Bulma? Ich dachte gerade, es wäre Bulma. So mit dem roten Schal und blauen Haaren so. Aber nein, das ist nur ein Seemann. Ja, dann müssen wir erstmal zurück. Auf zum Anfang. Zum Glück ist der Teil, die Spielwelt gar nicht mal so groß, ne? Daos ist geflohen, was ein Lappen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht von ihm erwartet. Ohne ein Wort ist er einfach geflüchtet. Glaubt, er bringt mich nach Venezia, oder? Ach nein, oder? Das ist der Anfang, glaube ich. Oder? Ich glaube, das ist der Anfang. Also noch vor Venezia. Leute, das ist wirklich der Anfang. Oh, nice. Ja, okay. Wenn jetzt irgendwer Magie einsetzt hier. Nein, 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 das werde ich schön verbieten. Hätte hier jemand Magie eingesetzt, Digga.
Erstmal alle Magie deaktiviert bis zum nächsten Bosskampf. Ah, Yggdrasil war ja auch in diesem Wald. Nicht wahr? Aber wisst ihr auch am Anfang, als ich übelst mit dem Kampfsystem gestruggelt habe? Es würde aber auch wieder passieren, wenn ich das Spiel jemals replayen sollte. Ich werde dann trotzdem richtig krass strugglen mit dem Kampfsystem. Bevor man nicht einige Skills hat und einige Charaktere wie Mint, ist das eigentlich fast unmöglich. Wollen wir flüchten? Mann, ich habe Angst vor diesen Käferbären. Die gab es halt sogar schon in der Gegenwart. Oh nice, wir haben eine Uhr erhalten. Wir haben schon im letzten Part eine Uhr erhalten. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen Uhren machen soll. Andererseits wusste ich vorher auch nicht, weil ich mit den, hier, wie heißen die nochmal? Die, bei denen ich jetzt im letzten Part gemerkt habe, was sie bringen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Runen der Macht. So hießen die. Wo ich nicht verstanden habe, so, hä? Objekt herstellen, what? Ne, ich habe auch nie diese Fragezeichen-Sachen vorher verstanden. Nur vor diesen Gegnern haben wir keinen Respekt, diesen Lappen. Es gab bis zur Wüste-Versionen von denen, ne? Danach gar nicht mehr, kann aber sein, dass noch welche kommen. Ich würde es dem Spiel zutrauen. Ich hasse es, wenn man keinen Bock hat auf neue Designs und dann einfach Redesigns macht. So, wir sind bei Yggdrasil. Der Baum ist fast tot. Bitte, tretet alle etwas zurück. Ich werde die stärkste göttliche Macht einsetzen, über die ich verfüge. Na, es ist aber nicht die stärkste, die du hast. Das müsste Cure sein. Das funktioniert nicht. Ach was. Vielleicht reicht meine Kraft nicht aus. Gib nicht auf. Der Baum hat sich ein bisschen bewegt. Wenn du stärker versuchst. Ja. Aber noch bin ich nicht stark genug. Was? Was? Oh lol, 187. Was? Nicht stark genug? Wollt ihr mich verarschen? Ja, Digga, ich würde jetzt erstmal schneiden. Bis gleich. So Leute, ich habe herausgefunden, was wir machen müssen. Wir müssen zu Mints Vater, zu Embers Vater, wie auch immer man darauf kommen soll. Ich weiß gar nicht, ob das gesagt wurde. Bei uns. Ich habe die nie genutzt, so nutzen wir die mal. Ich habe keinen Bock auf die ganzen Gegner. Alter, fühlt sich schon viel besser an. Keine nervigen Random Encounter, nice. Ich dachte, es kommen keine. Och nö, jetzt noch eine Biene. Ich dachte, ich hätte heiliges Licht angemacht, damit keine Gegner kommen. Die Gegner, die kommen trotzdem. Ja, da gibt ja auch voll Sinn, dass wir jetzt zu Embers Eltern müssen, Embers Vater müssen. Was mit der Mutter ist, weiß ich gerade gar nicht. Wurde die jetzt umgebracht? Ich verstehe immer noch nicht, warum die keine Halbelfen tolerieren. Wenn ich ehrlich sein soll. So ganz ehrlich, warum sollte man den Weg hoch oben gehen, wenn man auch den gehen kann? Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Ich dachte, es kommen keine Gegner damit, deswegen habe ich... Du setzt Luna gegen den ein! Ich habe gerade den Glauben an die Menschheit verloren.
Digga, was ist dieses Drecksheilige Licht? Ich dachte, es sorgt dafür, dass man keinen Kauterbier bekommt. Stimmt, hier haben wir ja auch Sylph bekommen, ne? Ich bin nostalgisch. Einer Volkssage aus Midgard nach gibt es einen Elementargeist, der über die Lebensenergie waltet, der Quelle unserer aller Existenz. So habe ich das gehört. Vielleicht steht die göttliche Macht Minz damit in Verbindung. Sie hat die Macht, Lebewesen zu helfen, nicht wahr? Es wird auch erzählt, dass dieser Elementargeist die Gestalt eines Pferdes annimmt. Zufälligerweise dieser Pegasus, auf dem wir geritten haben. So, auf zum Hafen. Sprich, auf durch diese Scheißpassage. Bei der ich mich immer auch frage, was sie bringt. Stimmt, das war ja auch mehr oder weniger in der Zukunft so das Tutorial für Statuen verschieben, ne? Warum auch immer da eine Statue im Weg war. Warum auch immer man da durch musste. Nein, du machst jetzt nichts. Klaus, und du auch nicht, Ember. Ey, deren englischen Namen klingen auch so beschissen. Also, zumindest der von Ember klingt richtig beschissen. Jetzt dort irgendwie Archie oder so. Ach komm, das klingt richtig seltsam. Ich bleib bei Ember. Wollt ihr mich verarschen? Dann schneide ich, bis wir in Venezia sind, Leute. Das will ich euch nämlich nicht antun. Bis. So, Leute, auf nach Alvanista. Also, wenn ich zu den Booten komme. Aber es stand auch, dass sie nur ja, die Anzahl der Gegner verringern. Ne, dieses Licht. Aber ganz ehrlich, da hätte ich lieber gar keine Gegner, ne? Segel bitte nach Alvanista, danke. Muss dann ja noch eins nehmen, um zu dieser scheiß Wüstenstadt zu kommen. Oh, dann können wir uns kurz diese geile Musik wieder anhören. Nice. Eigentlich hätte ich auch direkt nach Midgard schneiden können, ne? Es gibt aber auch keinen Teleportzauber. Ich meine, ja, die Welt ist nicht so groß, aber wenn man jetzt von der einen Seite der Map zur anderen latschen muss, ist es trotzdem ein langer Weg. Von der Anfangsstadt bis zur letzten, an der wir waren. Noch länger wäre der Weg zu Daos Castle. Ich dachte schon wieder, da wäre ein Djinn. Was ist denn los mit mir? Sie ist nicht Golden Sun. War aber auch eine geile Reihe, so, ne? Muss den dritten Teil halt nochmal spielen, ne? Dazu werde ich wahrscheinlich so eine kleine Review mehr oder weniger machen auf dem Zweitkanal. So, auf zum Hafen. Hier ohne Scheiß, ich mache Überlänge, ist mir egal, ganz ehrlich. Gestern, beziehungsweise im letzten Part, der war noch nicht mal gestern für mich, was laber ich eigentlich? Haben wir ja ein bisschen weniger gemacht, so 27 Minuten. Jetzt können wir wieder Überlänge machen, denke ich. Nee, das Ding ist halt, ich muss jetzt nicht nur hier zum Wüstengebiet. Ich muss da noch mal ganz den ganzen Weg hochrennen. Na, jetzt wäre das nicht schon schlimm genug. Irgendwie triggert es mich mehr, wenn im heiligen Licht Gegner kommen. So, das ist genug von der schönen Musik. Wir werden hier safe noch öfter vorbeikommen, denke ich. Und ja, auch wenn ich die letzten Male jedes Mal gesagt habe, ja, das war safe das letzte Mal. War es nicht, war es nie. Und es wird es auch dieses Mal nicht gewesen sein. Kein Basilisk, bitte nicht. Finde jetzt auch irgendeinen von mir versteinert, Digga. Da muss ich sowieso bis nach, bis zur Stadt warten, ne?
So, jetzt noch hoch. Sind gleich da, Leute. Ey, ich mag es nicht, dass alles so flach aussieht bei diesen Games, ne? Das Problem gibt es ja zum Beispiel bei Golden Sun tatsächlich nicht wirklich. Ihr seht, es gab bis hier diese Wölfe. Digga, beweg dich doch. Beweg dich doch! Digga, du kriegst gleich noch Beschwörungsverbot hier. Die ganze Zeit ging es, aber auf einmal machst du irgendwelche Faxen. Und ich habe dich jetzt kürzlich gelobt, weil du beim Training nicht so krass übertrieben hast. Und ich habe dir ja vertrauensweise dir die Dinge angelassen. Die Frage ist nur, mit wem rede ich jetzt, um über einen scheiß Pegasus zu reden? Ja, alles unter Kontrolle, schön, aber ich guck nach, Leute, bis gleich. Okay, Leute, what the fuck? Also, ich weiß nicht, ob wir direkt zum Inn müssen. Ich gehe mal direkt zum Inn, aber. By the way, ohne Scheiß, Funk Royale. Also bei ihm habe ich jetzt die ganze Zeit das RP geschaut. Das ist so unangenehm zum Zuschauen, ohne Scheiß. Vielleicht liegt es daran, dass die bis 10 Jahre alt sind oder 11 Jahre alt, aber das ist mega unangenehm zum Zuschauen. Ne? Ich cringe mich da zu Tode. Ja, tatsächlich. Leute, wer hier da drauf gekommen? Midgards pennen. Kann man aber machen. Mutter. Ja. Diesen hübsch. Ja, sieht man ja auch super mit dem weißen Background. Ach komm, es nervt. Oh, diese hier? Ich möchte auch solche Ohrringe haben. Ich fürchte, ich kann. Die kann ich dir nicht geben, Schatz. Warum nicht? Die wurden mir von der Mutter, meiner Mutter vererbt. Sie sind das letzte Zeichen einer großen und angesehenen eines großen und angesehenen Heilers. Ey, das regt auf mit diesem weißen Hintergrund. Die sind sehr wichtig für dich, ja? Da hast du recht. Sie haben die Form eines Pferdes. Um genau zu sein, ist es das eines Einhorns. Das Einhorn ist das Symbol des Heilers. Ein Symbol? Weißt du was? Wie gefällt dir dieser Hut? Das ist das Beste, was ich dir anbieten kann. Ach, so hat sie den Hut bekommen. Danke, Mama. Der ist dir vielleicht doch ein bisschen zu groß, aber er steht dir jetzt sehr gut. Nun siehst du aus wie eine echte Heilerin. Ja, ich werde auch einmal eine Heilerin wie du. Ja, okay, aber